wie kann man sich stärken, das Blicke zu senken gegenüber den Frauen? Wie kann man es umsetzen, seine Blicke zu senken? Das ist sehr schwer in der heutigen Zeit. Ein Bruder hat gesagt, subhanallah, und er war in einer Stadt hier in Deutschland, er sagt, ich habe nach vorn geschaut, da habe ich eine Frau gesehen. Dann habe ich nach hinten geschaut, habe ich zwei Frauen gesehen. Ich habe zur Seite geguckt, nach links, eine ganze Gruppe von Frauen. Und rechts auch. Dann habe ich nach unten geguckt, dann habe ich meinen Bus verpasst. Ja, nee. Was will ich euch damit sagen? Es ist nicht leicht in so einer Zeit, die gesamte Zeit die Blicke zu senken, wenn auch dieses die beste Lösung ist. Ganz klar. Nochmal. Etwas, woran du nicht denkst, begehrst du es? Antwort: Nein. Du kannst dieses nicht begehren, weil du es gar nicht kennst. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man es kennengelernt hat, hier fängt die Begierde an. Deswegen muss man gucken, wie man seine Blicke so gut wie möglich senkt. Das ist nicht absolut möglich, das sage ich euch auch. Das ist nicht möglich. Aber erstmal soll man Allah subhanahu wa ta'ala um Dua bitten. Schaut mal, der Jugendliche, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Dua für ihn gemacht, danach hat er sich nie wieder nach einer Frau umgeschaut. Dass man nicht viel an Orten geht, wo viele Menschen sind. Und diesen Fehler machen viele Geschwister. Schwimmbad? Ja. Ich meine, was wirst du im Schwimmbad sehen? Was denkst du, siehst du dort? Moschee? Ein Sheikh? Was siehst du im Schwimmbad? Viel nackte Haut. Und das ist das Problem, schaut mal, dass wir in einer Zeit sind, wo wir selber durcheinander sind, verwirrt sind. Einer von uns, der geht an solche Plätze, Schwimmbad, Café, Shisha-Bar. Natürlich, das ist alles haram. Und du weißt das auch. Deswegen betrüge dich nicht. Aber er ist an einem Platz, wo er dieser Fitna ausgesetzt ist. Und genau diese Person sagt, ja Allah, helfe mir, mich von der Sinna zu entfernen. Die Gelehrten sagen, das ist wie jemand, der schneidet sich in sein eigenes Fleisch und sagt, ja Allah, gib mir Gesundheit. Genau dasselbe. Das bedeutet, man muss, wenn man dieses verlassen will, erstmal die Plätze verlassen, die viel nacktes Fleisch zeigen oder viel Versuchung in sich haben. Ich hörte selber von Sheikh Mohammed Hassan Hafidullah. Er sagte, Wallahi, und er sprach über Ägypten, über Misr, denn er ist dort in der Dawa tätig, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen. Er sagte, Wallahi, wenn ich nicht meine Dawa hätte und meine Nötigkeiten am Tag, die ich vollziehen müsste, ich würde nie aus dem Haus herausgehen. Das sagt ein Gelehrter. Weil sie kennen die Situation. Aber wie kommt das, dass diese Leute, die mit Sicherheit, inshallah, stärker im Iman sind, dass sie sich vor den Versuchungen schützen, aber wir rennen so raus und sagen, komm, die Versuchung, von links oder rechts oder oben oder unten, ich bin da. Deswegen, dieser Gang zu den Plätzen wird das verschlimmern. Das bedeutet, man soll nicht rausgehen, auch als Mann, außer bei dem, was notwendig ist. Diese Sache mit Eisbecher draußen und ich meine, was denkst du, wird alles an dir vorbeilaufen? 100 Frauen, 200 Frauen, mit wie vielen Sünden willst du nach Hause gehen? Es ist doch klar, dass jede Frau, der du hinterher guckst, dein Iman stärkt oder schwächt. Schwächt. Und wenn es 100 Stück am Tag sind und bei einem heißen Wetter geht das schnell, dann hast du nicht einen starken Iman an diesem Tag. Das bedeutet, du kannst doch Eis essen, aber muss das an einem Platz sein, wo die Künstler alle kommen und sich ausziehen? Nein, das kannst du im Park machen, wo es keinen gibt. Du kannst dort oder hier hingehen, wo es keine Leute gibt. Willst du mir erzählen, Deutschland ist so klein, dass es keine Plätze gibt? Es gibt sie. Die Frage ist nur, ob sie nicht langweilig sind, diese Plätze. Ess dein Eis und betrachte die Schöpfung. Gibt es was Schöneres? Sagst du mir, ja, ich betrachte auch die Schöpfung. Ich sehe die Frau und sage, ja Allah, das hast du nicht umsonst erschaffen. Nein, nein. Diese Sache hat Allah nicht erschaffen, damit du etwas Verbotenes tun kannst. Deswegen, das ist der beste Schutz, dass wir uns von Plätzen fernhalten, wo es viel Trouble gibt. Na, möge Allah unsere Blicke bewahren.